Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Rough Solo Adventure. Im Grunde geht's genau da weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Ich habe jetzt nur schnell mal hier zwei Fässer noch geholt. So, und jetzt halt werde ich mit euch gemeinsam mal ganz kurz mich da drüber machen über den... Was haben wir gesagt? Das Ladegerät. Genau, das wollten wir machen heute. So, die kann ich eigentlich mir wieder reinpfeifen. Das haut mir die Werte ganz gut hoch und Kokosnuss findet man ständig, ne? Das ist... So, damit bin ich schon wieder voll. Alles klar, dann würde ich nur ganz kurz mal ein wenig Sand reinschmeißen. 7 Stück brauchen wir. Holz habe ich ja, also insofern kann ich dann hier auch ganz gut nachlegen. Zack, 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 zack. So, dann hätte man nämlich nochmal gleich ein bisschen Sand drin für die Honiggläser. Was wolltest du jetzt? Den Clipper wolltest du wegtun. So, zack. Ach, ich bin es immer noch gewöhnt, wenn ich The Infected gespielt habe, dass ich dann die Alt-Taste drücke. Aber da tut sich natürlich gar nichts dann. So, passen Seile rein? Nein. Passen Blätter rein? Nein. Die kommen dann gleich wieder weg. So, weil ich habe echt dann genug von dem Zeug jetzt mittlerweile. Okay, wir haben 3 Titan. Barren, der vierte Barren müsste beim Eisen drin sein. Genau, so. Cool, weil dann kann man nämlich richtig loslegen mit dem Titan sammeln, dass wir dann eben auch die Schränke machen können. So, schauen wir mal. Ich brauche noch ein Ladegerät. Ah, dazu brauche ich noch eine Leiterplatte. Okay, Kunststoff, dann behalte ich den eben mal schnell drin. So, ich brauche auf jeden Fall 20 Kunststoff insgesamt, weil 5 brauche ich für die Leiterplatte. Und ich brauche noch ein Kupfer für die Leiterplatte. Was brauche ich noch dafür? Okay, 2 Kupfer. Ich merke mir das immer nicht, ne? Ein Clipper, den ich gerade raus habe. So, einmal die hier, dann einmal Ladegerät, zack, und dann können wir das nämlich mal machen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es hinhaut. Wo warst du? Da warst du. Und zwar müsste jetzt normalerweise alles erst einmal entfernen. Das geht runter, ne? Das Rohr. Warum das andere nicht? Okay, warte mal. Dann mache ich das jetzt mal weg. Zack. Weil es müsste ja immer noch verbunden sein nach unten in den... in den Dingsen hier. So. Dann muss ich dich so rum hinstellen. Und dann müsste... Jetzt bin ich gespannt. Ich habe keine leeren Batterien, aber das, die werden wir gleich haben. Weil dann gehe ich nämlich jetzt halt einfach mal hinter zu unseren Tierchen. Gleich mal Wasser mitnehmen. So. Nehme ich dich mal raus. Ich stell dich wieder rein. Nehme ich dich mal raus. Gott, die sind ja alle voll, ne? Warte mal, dann kann ich... Ist egal. Dann tue ich jetzt die raus und die volle rein und fertig. Jetzt schauen wir da noch nach. Ja, komm. Ist egal. Mir geht es bloß darum, dass ich das jetzt mal testen kann. So. Eier könnte ich eigentlich gleich einsammeln. Das Sandman muss jetzt da natürlich genau drüber laufen, ne? Manchmal sammelt er die Eier nicht. Keine Ahnung warum. Ich habe dann stehen Eiern. Eier aufnehmen, aber er nimmt es nicht auf. Noch irgendwo? Nein! Ach komm. So, irgendwo noch Eier. Eier, Eier. Keine Eier mehr. Okay. Dann können wir das einmal ausleeren. Dann bin ich jetzt gespannt. Wenn es verbunden ist, dann wird es loslaufen. Yes. Und die nicht.
Und warum nicht? Weil ich es nicht eingeschalten habe, ne? Komisch. Moment. Jetzt reiße ich die nochmal weg. Das Ding läuft immer noch. Okay. Die ist schon voll, oder was? Warum läufst jetzt du nicht? Moment. Wir entfernen das da. Ich entferne jetzt einfach mal die da. Das Komische ist nämlich... Ja. Benötigt Biokraftstoff, ist doch in Ordnung. Haben sie doch beide. Die läuft, ne? Kann es sein, dass da hinten Biotreibstoff rein muss? Tatsächlich. Okay, also das nächstgelegene Ding wahrscheinlich wird leer gemacht. Alles klar, jetzt ist nur die Frage, kann ich... Warte mal, dann brauche ich das Rohr ja gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Okay, das ist cool. Ich brauche wieder meinen... Nee, brauche ich gar nicht. Ist okay. Das passt sogar. Einmal in die Knie, bitte. So. Dann passt es. Ja, und rein hier... Ich kann es einfach verbinden. Einfach, dass halt zusammen ist. Und fertig. So, okay. Dann kommst du da oben rein. Ich tue auch die zwei Rohre da oben rein. Und ansonsten dann... den Biokraftstoff halt. So, ich könnte da oben vielleicht noch... eine Wand kann ich nicht reinziehen, ne? Warte mal, ich könnte wenigstens... Habe ich Nägel einstecken? Nee, habe ich nicht. Aber das macht nichts. Die kann ich mir ja schnell herstellen. So, Nägel. Kann ich eh gleich ein paar mehr machen, weil... ich brauche ein paar Säulen. So, und die mache ich jetzt halt einfach dekomäßig dahin. So. Das lassen wir dann einfach offen. Ich kann eh nichts anderes machen, ne? Ich glaube, es passt auch kein Fenster hin oder sowas. Nee. Also da geht nichts. Wenn dann müsste ich hier eine Tür reinmachen. Und ja. Da gibt es halt leider nur diese hier. Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt dahin machen will. Nee. Nee, die will ich nicht hinmachen. Wenn, dann höchstens noch so eine halbe. Aber diese dann auch führen, ne? Ihr wisst schon. Okay. Dann hole ich nochmal Honig schnell. Weil mit Sicherheit die zwei Teile schon leer sind. Die kann ich eigentlich nach oben tun. Dann einmal aufnehmen. Rein damit. Hau ich die Kokosnüsse rein. Oh, die Kokosnüsse haben es sogar schon gleich gefüllt, ne? So, einmal nehmen. Honig rein. Eier rein. Achso, okay, das hat gepasst. Dann passt's ja. Dann passt ja, wenn es gepasst hat. So, hier passt nichts rein. Hier passt auch nichts rein. Wenn, dann kann ich jetzt gleich da vorne anfangen, dass ich die noch auffülle. So. Die Teile laufen mir eh nur und verbrauchen, wenn Batterien drin sind. Ansonsten verbrauchen die ja nichts. Gut. Dann gehen wir mal nach oben an Deck. Wir schlafen mal ganz kurz. Dann schnappe ich mir gleich wieder den Honig. Gut.
Alles gleich wieder verräumen, ne? So, das passt. Den Honig müsste man auch zum Kochen nehmen können. Das wäre nicht schlecht. 6, 12, 18, ich glaube. Da könnte ich dann gleich nochmal 3 Gläser Honig machen. Yep. Passt, dann haben wir gleich wieder Honig. Sogar 6 Stück. Weil man macht ja immer gleich 2, ne? Cool. Es läuft, es läuft. So, aber wir wollten oben weitermachen. Jetzt haue ich erst einmal wieder ganz klar das Zeug platt. Und ich bekomme wieder keinen Samen raus. Das ist Wahnsinn. So. Ich glaube echt, ich muss immer welche einstecken haben. Dass ich da wieder eins bekomme. Keine Ahnung. Ich meine, klar, das ist random alles, ne? Mal kriegst du einen, mal kriegst du keinen. So, dann machen wir gleich die hier noch. Zack. So, dann hier gleich wieder. Und, Moment. Die kommen nach oben. Ich brauche mindestens eine Schüssel. Da. Tja, alles schon eingespielter Ablauf. Gut. Perfekt, dann haue ich mit die gleich rein. Und dann esse ich noch die Kokosnuss. Hervorragend. So. Dann lasst uns mal nach oben. Und ich bin mal gespannt. Ich muss wahrscheinlich... Ha, da bin ich jetzt mal gespannt. Also wieder meine einzelnen Säulen. Wir sind hier in der Verlängerung, das heißt... Ah, da will er nicht hinstellen, ne? Ha. Wo muss ich dann hinstellen? Gehen wir da hin. Klar will er es nicht hinstellen, weil ja da keine Plattform ist, oder? Aber da muss doch was gehen. Normalerweise kann ich da immer... eine Säule draufstellen auf die Dinger. Nee, da will er nicht. Da will er nicht. Aber dann mache ich das ganz einfach, weil ich muss ja sowieso hier noch das weitermachen, was ich weitermachen wollte. Genau. Kommt zwar dann nur noch hier rüber, aber ist egal. Vor allem dann kann ich jetzt... Warte mal, das ist nämlich noch nicht fertig. Das ist... Ja, da kann ich hinstellen, aber da nicht, ne? Und da ist mir im Grunde zu weit weg. Das muss ich von oben machen. Boah. Warte mal. Kann... Oh, das kann ich machen. Ich glaube, das kann ich machen, einzweilen. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Ich stelle hier einfach noch eine Halbwand drauf. Also nochmal so ein Fenster drauf. Zack. Und eben da drüben auch. Und dann müsste ich normalerweise hier... Ich kann da keine Ecke hinmachen, ne? Das ist doch... Da kann ich nichts hinmachen, weil da brauche ich wieder meine Säule.
zack. Das würde ich gerne da drüben auch machen wollen. Okay, dann muss ich da eine Säule hinstellen. Das geht nicht anders und fertig. Dann mache ich das jetzt eben. Ich kriege das Material wieder. Also von daher, so, dann hätte ich das da. Und dann brauche ich hier im Grunde noch Säule. Da muss ich jetzt runter, ne? Es geht von da nicht. Ah, schade. Die kommen ja eh wieder weg. Also von daher ist das egal. So, ich kann dann... Jetzt weiß ich nicht, ob das passt von der Höhe. Wahrscheinlich... Die wird schon gehen. Ich denke, das geht. So. Da muss ich jetzt halt wieder nach oben. Falsche Seite. Jawohl, gut. Zack, jetzt schauen wir mal. Da fehlt mir wieder eine Säule, ne? Ach Mann. Ach Mann. Warte mal. Säule. Ich brauche hier eine. Dann probiere ich jetzt noch was anderes. Mal. Warum geht das nicht? Ich müsste doch da eine Halbwand hinbringen. Da bringe ich doch auch eine hin. Ah, jetzt. Jetzt könnte es sein, dass es funktioniert. Muss aber nicht. Es ist halt, ne, man ist nicht im Kreativmodus. Da muss man dann natürlich schauen, wie man sich behelfen kann. Nein, und das geht nicht. Okay, dann mache ich Folgendes. Und zwar, ich muss da unten was hinbauen. Ich komme nicht drum rum. Ich komme da nicht drum rum, weil ich brauche eine Stütze, die da nach oben geht. Hab ich? Nein, habe ich nicht. Sekunde. Mal da drauf. Dum, 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 weil dann brauche ich nämlich jetzt halt noch ein bisschen Kunststoff. Ich nehme einfach mal, keine Ahnung. Ich nehme halt einfach mal was mit. Habe ich Bretter noch? Nee, habe ich alles rausgenommen. Ne? Ich hoffe, ich kann ein bisschen bauen, weil sonst... gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Werde ich das so hinbekommen? Es muss. Es muss einfach. So, und zwar... Was ich auch gelernt habe, schon von der Community. Also, weil ich ja da was gebaut habe. Also vom Wasser her. Auch dieses Ding hier kostet ja nur eins jeweils. Also auch die, wenn ich wegbaue, bekomme ich mein Material zurück. Also es bringt im Grunde gar nichts, wenn man etwas wieder wegreißen will, die Teile hinzubauen. Sondern am besten ist es dann wirklich die Ecken hinzubauen, weil dann bekommt man nämlich alles wieder. So, jetzt ist wahrscheinlich nur... Moment, dann gehen wir mal da rein. Ich muss es so haben. Komme ich da hin? Oh ja, da komme ich hin. Das ist gut. Das ist gut. So. So, und dann müsste ich eigentlich von außen wunderbar weiterbauen können. Indem ich da drauf hopf. So. Ich muss halt nur immer das so machen, dass ich wieder was dran setze. Es müsste eigentlich reichen, wenn ich das hier mache. Sekunde. Warum kann ich jetzt da keinen Balken draufsetzen? Ich kann da einen Balken hinsetzen? Warum kann ich da keinen Balken draufsetzen? Verdammt! Ich muss mal probieren, ob es funktioniert, wenn ich doch einen Doppelten hinstelle. Oder ob der Doppelte überhaupt geht. Ja, der geht, komischerweise, ne? Na gut, opfer ich jetzt halt einfach mal ein Material und fertig. Ah, und dann fehlen mir Nägel. Alter. So, und hepp. Jawohl.
sowas ehrlich war. Ich glaube, Schrott habe ich massig. Habe ich noch Nägel? Na, 4 Stück. Komm, dann nehme ich gleich nochmal so ein... Ich nehme gleich 2 Stacks raus. Einen verarbeiten wir gleich einmal zu Nägeln. Weil das andere muss ich mal abwarten, ob ich es brauche. So. Zack. Okay, dann passt es. Dann habe ich hier 1, 2. 4 Stück müssten reichen, ne, normalerweise. So, ich habe die hier, jawohl, das passt. Dann fehlt mir da jetzt noch. Fünf muss ich, glaube ich, übereinander machen, dass das passt. Ansonsten komme ich da schon wieder hin. So, dann brauchen wir hier auch noch. Da sind sie dann nur 4, ne? So, dann muss ich da wieder dran setzen. Das müsste. Zack. Ja, das. Warte mal, ich war eins weg. Da muss ich hin. Durch die Wand gebaut. So, da bin ich sogar eins zu weit, aber ist egal. So, meine Säulen. Genau, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann... Passt das eigentlich? Ja, ich habe da eine. Das wäre 1, das wäre 2. Okay. 3, 4, 5. Und dann mache ich da eben auch nochmal. So. Jetzt wird es natürlich schon wieder dunkel, ne? Ist klar. Doch alle 1 zu hoch. Na gut, von unten habe ich das immer nicht so im Blick. Dann, aber ist egal, dann kann ich die Dinge halt wieder weghauen. Wie gesagt, ich kriege ja meine Planke und meinen Nagel wieder. So. Ich hoffe. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ach, weil der das da unten dran klitscht. Jetzt. Und jetzt fehlt mir da eine Säule, oder? Da habe ich. Und mir fehlt hier eine Säule, dass ich das dann noch bauen kann. Oh Mann. Ups. Wenn ich schon unten bin, dann kann ich auch gleich die Säule wieder machen. Eimei. So, weil ich muss... Da ist ja... Ah, die da fehlt mir. Und ich weiß nicht, warum ich hier nichts draufsetzen kann. Keine Ahnung. Aber ist egal. Dann muss ich da eben jetzt halt auch nochmal eine große Säule hinmachen. So, zack. Und jetzt fehlen mir Bretter. Ach. Warte mal, die da oben kann ich ja weghauen, habe ich gesagt, ne? Weil ich bin ja um 1 zu hoch. So, dann passt das. Die da müssten passen. Okay. Ich sehe nichts. Aber gleich wieder. So. Ecke. Ach so. Nicht Ecke, sondern Säule. Jetzt muss ich doch wieder runter, oder? Weil ich da nicht hinkomme. Okay. Naja, es ist halt ein bisschen hin und her, ne? So wie ich das jetzt bauen will.
Da muss ich halt dann einfach ein bisschen hin und her hüpfen. Das geht halt leider nicht anders. Ich habe nur noch ein Brett. Also kann ich da schon mal gar nicht mehr weitermachen. Okay, dann sammeln wir eben die Honigwaben mal ein. Zack, dann haben wir das schon mal. Dann legen wir uns schlafen, dass wir es wieder hell haben. Und dann müssen wir eigentlich auch gleich wieder losfahren. Na dann. Wie gesagt, unter Wasser werde ich ja nicht farmen, ne? Das müsste normalerweise auch von sich aus jetzt in die Richtung treiben. Ja. Dann passt's ja. Dann kann ich die Motoren wieder starten, dass wir ein wenig zügiger farmen. Sprit haben wir ja drin. Insofern passt das. So, dann kann ich da vorne vielleicht noch das Ding weghauen. Ne, da komme ich nicht dran. Doch, ich komme ran. So. Und jetzt bitte, Material, komm rein. Weil wir brauchen echt einiges, ne? Da muss ich eigentlich auch noch eine Säule hinbauen, dass ich den Boden hier zumachen kann. Ja. Und ich glaube, das wird, ja, ich glaube, das wird gut. Dann beobachten wir mal ein bisschen. Was anderes kann ich jetzt eh aktuell nicht machen. Wir können eigentlich nur warten, dass das Material reinkommt. So, ich kann die Kokosnüsse vernichten. Ja, es wäre schon nicht schlecht, wenn wir das schaffen heute. Ich bin mal gespannt, wie ich das da bauen werde. Naja. Floß oder sowas habe ich auch schon zeitlang. Oh! Ich habe ihn gesehen. Ich habe den Wal gesehen. Aber wo ist er? Verdammt. Ich hätte ihn jetzt echt zu gerne gezeigt, ne? Nur mal wieder ein Fischwarm. Echt schade. Man hört ihn auch nicht mehr. Die tauchen halt dann ab, ne? Ist das Problem. Schade, echt. Echt schade. So, eine große Insel. Da kann ich auf jeden Fall dann nochmal Erde gleich holen. Schauen wir mal. Ich bräuchte auf jeden Fall, also wenn ich das mit den Motoren mache, dann bräuchte ich da auf jeden Fall noch zusätzliche Motoren hinten auf den Abliegern. Aber das wird halt auch irgendwann mal wegfallen. Oh, regnet es mal wieder. Mal schauen, wie ich da ranfahre. Wahrscheinlich muss ich jetzt eh demnächst mal das Lenkrad eher nach vorne bringen. Vielleicht machen wir das auch gleich mal. Aber ich nehme es gleich mal mit. Naja, ist halt immer dieses diesige Wetter, ne? So, ich mach dich jetzt mal dahin. Das ist ja schön, dass es so handlich zum Mitnehmen ist, ne? Ich will auch gar nicht wirklich großartig irgendwie nach oben oder sonst was einen Schatz holen oder irgend sowas. Sondern einfach wirklich nur ran
Ich glaube, da müssen wir her, weil da ist. Da ist dieser. Dieser Felsen im Wasser, wo man tauchen kann. Bisschen rum noch. So, jetzt heißt es mal schnell sein. Halt. Das ist aber nicht schnell, was du da machst. Kannst du jetzt mal das Segel aufmachen? Mann. Ja, du kannst schon ein bisschen nach da vorne noch. Einfach mal ein bisschen hinpaddeln auch noch. Das Einzige, was ich noch holen könnte, das wäre dann die Schweine. Stehe ich da irgendwo an? Wo stehe ich da an? Ach so, okay. Mein Zoo. Ach so, mein Zoo. Bisschen drehen, ist egal, weil ich kann ja dann wieder weg. Na, ist egal. Ist egal, wir machen jetzt einfach mal den Anker runter und fertig. Dann passt es schon. So, ich brauche allerdings die Schaufel. Ich sollte aber auch nochmal schnell was essen. So, Pieper, Schaufel. Ich sollte mir eine zweite Schaufel herstellen, weil wenn ich jetzt ja dann auch Dreck graben will, dann wäre das fatal. Wenn ich dann dastehe und meine Schaufel ist kaputt. Ich sammle mal nur schnell das Zeug ein, weil ich brauche Holz. So. Da haben wir einen Bolzen brauchen wir und einen Barren. So, dann hätte ich nämlich die Schaufel noch dabei. Dann könnte ich zumindest eine Suppe, glaube ich, essen. Das wäre nicht verkehrt. Dann mache ich aber auch gleich Folgendes, weil die sind ja jetzt halt gerade schon gewachsen. Das muss alles irgendwie ein bisschen Hand in Hand gehen. Ey, echt jetzt? Kein Samen, ne? Wieder nicht. Ich sehe schon kommen. Ich muss die Bäume fällen, die da oben sind. Einen habe ich jetzt mal bekommen. Oh, da habe ich sogar mal zwei bekommen. Na, hallo. Surprise, surprise. So. Wo sind die Kartoffeln? Ach, da. Weil ich mache das ja immer in einem, ne? Rauspflücken und pflanzen. So, und ihr werdet dann entweder nass oder nicht. Das ist mir jetzt egal. So, dann einmal die hier. Gut. Kann ich die auch noch essen? So, rein damit. Ich könnte mir eigentlich da so ein paar Coconuts mitnehmen, weil die bringen ja auch ein bisschen was von der Flüssigkeit. Vor allem, ich habe so viel von den Dingern, ne? Einmal die drei Bäume gefällt, schon habe ich wieder fünf Stück in der Hand. So. Dann verräumen wir mal die Sachen schnell. Es ist immer so, ne? Bis ich loskomme. Voll.
voll. Zack, zack. Passt, einmal leeren. Einmal die Bretter weg. Einmal die Nägel weg und den Schrott wieder raus. Vielleicht sollte ich auch eine Axt gleich mal... Ich brauche eine Axt auch. Ich brauche eine Axt, ich komme nicht drum rum. Oh mein. Halt nein, das da. Einmal Bolzen. Das ist immer ein Hin und Her bei mir, ne? So, dann haben wir viermal die hier. Wir haben zweimal Schrott. Und wir haben acht Bretter. So, dann habe ich gleich noch meine Axt als Ersatz. Das ist doch schon mal super. So, Honig rein. Nein. Kartoffel rein. Dann brauche ich meinen Pfeil und Bogen. Der Bogen ist auch schon fast durch, aber das macht ja nichts, ne? Dann mal das Fernglas, den Hammer raus. Wir nehmen die Metallpfeile mit. Und sollte es dunkel werden, ziehe ich mir mal so ein Mützle auf. Dann, wenn ich auf der Insel bin. Tiere weiß ich nicht. Ich lasse das Ding jetzt mal da. Weil dann müsste ich jetzt halt wieder anfangen und... Ja, ihr wisst schon. So, bei euch ist noch alles gut. Ja. Da schaut noch alles gut aus. Aber ich nehme jetzt keine Blumen mit. Das ist mir jetzt ein wenig zu affig. Mir geht es jetzt ums Holz, das wir bauen können. Mir geht es um den Dreck. Die Palmblätter kann ich dann gleich auf der Insel wieder entsorgen, weil er ist ja bio. Das verrottet ja. Auch wenn es schön in einem Karton verpackt ist, aber... Es macht eigentlich immer Spaß, über Inseln zu rennen und die zu plündern. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt nicht ganz nach oben. Das muss jetzt nicht sein. Oh nein! Warum musst jetzt gerade du hier sein? Weiße Ziege mit schwarzem Kopf, warum? Die muss ich ja holen quasi, ne? Da komme ich ja gar nicht drum rum. Also wieder einen. Aber deswegen, genau deswegen hole ich ja den Dreck auch, ne? So. Den zweiten Bogen habe ich nicht mit dabei, ne? Ich bin ja auch schon wieder so geschickt. Weil das Blöde ist ja, wenn jetzt mir der Bogen kaputt geht. Dann kann ich das Biest nicht fertig machen gleich. Oh, kannst du mal... Hallo. Kannst du mir mal schnell die Pfeile geben, die du da hast? Bevor die... Hallo, bleib mal da. Drei Stück müssen es sein. Ach, da. Da steht. Ich sehe halt wieder nichts, ne? Wo willst du denn hin, sag mal? Pfeil! Pfeil! Du dummes Huhn, wollte ich jetzt schon sagen, aber du bist ja dummes Schwein. So. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, inwiefern
wie viele Schuss ich genau brauche mit den Eisenpfeilen. Okay, das war's. Alles klar, dann hat's ja noch gepasst mit dem bisschen Leder. Jawohl, und natürlich auch das Fleisch, das ist klar, ne? So. Weiter geht es. Was hast du jetzt da aufgehoben? Der hat gerade nach vorne gegriffen, aber ich habe keine Ahnung warum. Da 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 da. Daram dam dam. Bäume? Hallo? Wahrscheinlich bin ich wieder an der Höhle vorbei. Die muss da oben dann irgendwo sein. Aber hole ich schon noch. Jetzt laufen wir erst einmal bis zu der Sackgasse davor. Weil das sind nämlich auch noch Bäume. Und dann gehen wir zurück und schauen mal in die Höhe. Ja, es war schon gut, dass ich dann die eingesteckt habe. Melonen lasse ich da. Obwohl, warte mal. Tun wir die noch. Ach, die kannst du rausschmeißen. Weg damit. Die nach oben. Die nach oben. Dann packe ich mir mal doch die Melonen. Weil die sind jetzt ein guter Wassergeber. Das große Vögelchen. Schwirrt umeinand. Den muss man ja nicht jagen, das ist ja das Gute. Da, da. Ich hoffe, der Inselausflug ist okay für euch. So, da sind wir dann einmal rum. Dann nehme ich mir die Melonen doch mit. So, die Knallerfische, die hole ich mir jetzt nicht. So, hier ist auf jeden Fall die Höhle nicht, die ist vorne. Oder hier oben ist nichts, ne? Gehen wir dahin. Nee, da ist nichts. Naja, aber wir haben es wenigstens ein bisschen heller durch den Helm. Achso, Blume. Dachte mir schon, was leuchtet denn da? Da komme ich nicht hoch. Aber da komme ich hoch. Ich hoffe, dass ich die Höhle finde. Da geht's nach ganz oben. Da bin ich schon wieder zu weit, ne? Das muss dann da vorne sein, hier hoch. Und dann ist es, glaube ich, gleich hier auf der rechten Seite. Da ist die. Aber ich hole mir natürlich auch den Baum wieder. Ist klar. Besser gesagt, ich hole mir halt das Holz, ne? Mango, Mango, Mango. Die kann ich mal nach oben schmeißen. Die schmeiße ich jetzt auch mal nach oben. Die nehme ich runter. Ist eigentlich so eins der wenigen Spiele, wo es nicht darum geht, dass man hier irgendwie Reichtümer anhäuft in Bezug auf Geld, ne? Ach, ich muss den Pieper ja auch noch einsetzen. Mensch, den habe ich noch gar nicht eingesetzt.
Habt ihr euch wahrscheinlich schon gefragt, Mensch, wann nimmt ihr endlich den Pieper mal? Hier ist aber schön viel Erde, habe ich da, das ist gut. Ja, als hätte ich es geahnt, hä? Jawohl. Jawohl. Gemüsesuppe. Blätter raus. Achso, das ist das Rezept, dann raus damit. Brauche ich nicht. Dann muss ich jetzt hier an der Stelle mal ganz kurz einen Cut machen. Weil es fängt nämlich schon wieder das Ruckeln an anscheinend. Jo, Sekunde. So, mal schauen, ob es jetzt halt läuft. Aber es sieht gut aus. Okay, dann schnappen wir uns mal den Pieper. Okay, da entferne ich mich. Dann gehen wir mal in die Richtung. Und ich hoffe ja sehr, dass ich nicht nach oben muss. Ich glaube, ich muss nach oben. Oh nein. Oh nein. Aber ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich die Sachen finde. Sekunde, ich zieh mal. Ich kann ja gar nichts mitnehmen, ne? Das Einzige ist, wenn ich die Sachen hier rausschmeiß, das Rezept brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Den wollte ich ausziehen. Dafür kann ich den da anziehen. Seile brauche ich nicht. Die anderen Sachen kann ich eigentlich alle aufheben. Tja, die kann ich essen. Die kann ich essen. Eine Mango vielleicht gleich noch hinterher drücken. Jawohl. Gut. Ja, wir müssen nach oben. Ich komme nicht drum rum. Wir müssen nach oben. Ja, weil da ist jetzt halt aus. Na gut. Aber gut, dann kann ich vielleicht noch den einen oder anderen Baum fällen, der uns hier entgegenkommt. Also ich denke, da brauche ich gar nirgends anders suchen. Da gehe ich gleich direkt nach oben. Na komm. Gehst du? Da. Vielleicht habe ich ja da schon Glück? Nein. Ah. Schaut besser aus. Jetzt verschwindet es wieder. Aber es ist... Jetzt echt? Ganz da oben, oder? Oh Mann. Mich wundert es ja sowieso schon, dass es nur den einen Ausschlag hier hat. Lass mich hoch. Ach komm. Schauen wir mal, was lasse ich alles rausfliegen? Gar nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Kopfzucker schon habe. Habe ich die schon? Durch das, dass ich so viele gerade mache von diesen Games, ist es halt echt schwierig. Ja, die kann ich wieder rausschmeißen. Na gut, hauen wir mal den Baum weg. Die Bären nehmen wir natürlich auch mit. Wenn wir jetzt schon da unten sind, ne? Ich wollte nicht nach oben. Lalala. Bäume hauen. Ansonsten das mal nach oben noch. So. Mango kannst du wieder zwei Stück essen. Hm.
ballerst ja eigentlich schon fast eine ganze Axt hier, ne? Auf der Insel. Oh Mann. Okay. Dann muss das da vorne irgendwo sein. Nee. Da ist es dann irgendwo. Es muss hier irgendwo auf dem Weg sein. Jetzt, du dummer Hund. So, nochmal Anlauf. Das ist irgendwo hier wieder so eine ganz dumme, unerreichbare Stelle. Da wird's doch schneller. Ah, ich hätte es nicht gedacht. Und dann habe ich Müll oder was? Ich hoffe, Titanbarren auch. Ach. Und dafür bin ich jetzt halt hier hochge... Ey. Jetzt hole ich mal aber den anderen Mist auch noch, ne? Das ist klar. Und noch eine schwarze Ziege. Die hole ich aber nicht. Die weiß-schwarze, die will ich mal holen, wenn ich dran denke. Holz haben wir auf jeden Fall genug. So. Drop. Mann, Mann, Mann. Nur kurz geguckt, ob ich noch Platz habe. So, dann haben wir da noch mal. Euch schmeiße ich gleich mal raus. So, ich auch gleich noch mal raus. 5 Melonen. Schon 3 Gläser. Wäre mal so schlecht, ne? So, die nehme ich jetzt mal. Dann haue ich den Samen weg, weil den brauche ich jetzt auch nicht. Ich hau das Fischeintopfrezept weg. Okay. Damit haben wir eigentlich da oben schon wieder alles voll. Ja, und auf der Insel dürfte es jetzt eigentlich nichts mehr geben. Eigentlich nicht, ne? Na gut, hier ist es ja wahrscheinlich nicht, dass ich nochmal gleich einen Pieper habe. Wenn dann vielleicht eher unten, aber es wundert mich eh schon, dass ich nur einen habe. Na, ah, das wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Hätte ich nur einen gehabt. Aber der muss jetzt unten sein, das geht gar nicht anders. Nur wo? Gehen wir mal hier. Gut. Rungenschaft freigeschaltet, Expert Excavator. Wieder kein Titan, ne? Das ist ja wohl... Das ist ja wohl eine Frechheit jetzt. Oh Mann. Na gut, dann laufe ich jetzt zurück. Dann schauen wir mal, dass wir die Ziege hier noch unterbekommen. Wenn ich die wieder finde. Muss vor allem ja erst einmal einen Netzcontainer herstellen, ne?
Naja. Irgendwo wird ich schon gewesen sein. Aber die Schwarz-Weiße, die muss ich dann schon haben. Die war hier kurz vor dem Schwein, ne? Irgendwo hier ist hier rumgehoppelt. Das Hoppelinchen. Klar, wenn du eine finden willst, ne? Ah, da bist du. Okay, eigentlich dann schon in der Nähe vom Boot. Das ist ganz gut. Ja, bleib ruhig da oben. Das ist in Ordnung. Weil ich muss ja ein bisschen was vorbereiten. Oh, meine Güte. So, ich tue jetzt erst einmal die Bretter weg. Ich tue erst einmal alles verräumen, dass wir das... dass wir da wieder fresh sind, ne? So, die. Ich habe auch Eisen. Ja, die Seile, das Kunststoff, das ist egal. Die haue ich jetzt mal weg. So. Seile, Schrott. Zack, rein damit. Dann haben wir hier Beschläge. Gläser. Da. Noch irgendwas? Das ist alles Kochzutaten. Das ist hier. Oh, da habe ich nochmal Bretter. Muss ich sowieso jetzt mal wieder mich ausrüsten. So, Bogen rein. War schon knapp, ne? Also das hätte auch eng werden können hier mit dem... Oh, ich hätte sogar da eine Axt gehabt noch, ne? Na gut. Haken-Axt. Ich brauche das da wieder. Ich kann die Maschine wegtun und die Schaufel. Ich kann die Pilze, die Beeren, das Fleisch. So, dann kommt da die Samen noch rein. Melonen, Kokosnüsse. Schön Stück für Stück. Das Leder habe ich da hinten in der Kiste. Da. Ja, schon 18. Schon 18 Stück. So, Rezepte. Haben wir schon. Und das andere haben wir ja auch schon. Da. Deluxe-Wels. Den Clipper. Zack. Und dann warte mal, wir brauchen ja den Netzcontainer. Hier, Netzwerfer. Oh Mann. Netzwerfer brauchen wir ein Pulver. Deswegen nehme ich auch gleich 5 raus. Weil ich würde das nämlich gleich machen, dass ich gleich mehrere habe. So, und wir brauchen Seile hier. So. Damit haben wir das. Dann gehen wir einmal ganz kurz hier rein. Sekunde. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier gleich wieder voll machen. Oh, da geht ja mehr rein. Muss da auch was? Ja, da muss auch was. Sogar einig ist, ne? So, wow. In der Ecke liegen die meisten Eier. Da noch? Da vorne? Okay, passt. So, ich habe ja noch 8 Erde, ne? Aber die werde ich noch nicht verbauen. Ich lasse das mal noch hier.
weil ich nämlich da ja noch einiges vorhabe. Ich habe ja gesagt, es wird nicht so bleiben, wie es ist, auch wenn es nice ausschaut, aber das werden wir anders machen. Gott. Zerab. Ups. Nicht runterfallen. Solltest dann die Netzkanone natürlich auch mitnehmen, wenn du schon das Ding reintust, ne? So. Einmal Bradder. Und los geht's. Die würde ich noch gerne mit euch holen, bevor ich jetzt den Part beende. Jetzt habe ich meinen Helm nicht, aber das ist egal. Da vorne ist er. Oh, das ging schnell. Na, das ging ja schnell. Das ist ja toll, dass du so brav gehalten hast. Dann, daram, dam. So. Das, was ich eigentlich brauche. Halt, bleib da. Das, was ich eigentlich brauche, ist ja. Ne, bleib nochmal da. Ein Lama. So. Unser Flecki. Gut. Perfekt. Hat es da schon gesprenkelt oder warum sprenkelt es da nicht? Ach, hat schon. Okay. Das habe ich schon gedacht. Gut. Dann haben wir die auch noch geholt. Perfekt. Ich habe jetzt gedacht, wunder, wie lang ich brauche und wie viele Schuss ich brauche. Aber das, naja, öfters kommt es anders, ne, als man denkt. Okay, alles klar. Damit sollte der Part heute mal ausreichend sein. Ich bedanke mich für ein Like, ich bedanke mich für Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn noch nicht passiert. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.